Einen wunderschönen guten Abend aus St. George im Montagu. Wir sind hier bei der Halbzeit der Europameisterschaft, Samstagabend. Nico, war ja eine kurze Ausfahrt heute. Das war für mich eine ganz kurze Ausfahrt. 4 Runden, leider Motor geplatzt. Wir haben keinen Ersatzmotor dabei. Ja, jetzt müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Wir müssen Auto ein bisschen umbauen, weil die FIA-Kommissare geglaubt haben, es wäre nicht regelkonform. Ja, dann machen wir das, was sie sagen. Ne? Naja gut, das nächste Rennen ist ja in Tschechien, da sind wieder andere Kommissare. Das geht ja schon das ganze Jahr, dass man irgendwas umbauen soll und machen soll. Das ist ja jedes Wochenende eigentlich was anderes. Nee, dieser Kommissar war jetzt noch immer dabei und er hat den Tommy ersetzt und er hatte mir richtig gesagt, also ich muss die Kühler entweder 100% dicht machen, dass kein Wasser in den Cockpit rein kann, oder nach hinten bauen. So, und wir haben uns jetzt entschieden, wenn die Motoren repariert sind, dann die Kühler nach hinten zu bauen. Das heißt also, ich glaube, in 3 Wochen haben wir Brero. Dann haben wir ja in Luxemburg ein paar Nachtschichten. Da wird das Licht nicht ausgehen in der Garage bei euch, denn es ist ja einiges zu machen. Die Motoren müssen weg und auch die ganzen Umbauten. Ja, die Motoren müssen weg. Am Dienstag werden die sofort ausgebaut, wenn wir zu Hause sind. Müssen wir mal zuerst schauen, warum die kaputt gegangen sind. Ja, und dann werden die eben neu gemacht, respektive der eine neu gemacht und der andere ganz revisiert. Und dann sehen wir weiter. Ja, kommen wir mal auf die komplette Europameisterschaft zurück. Es sind ja schon 4 Läufe im Großen und Ganzen gefahren. Wir waren in Litauen, wir waren in Selo, Matschenberg, Novapaka. Wie ist so dein Fazit zu den einzelnen Rennen? Hast du Highlights oder Downs? Ja, also fahrermäßig bin ich nicht zufrieden, gar nicht dieses Jahr. Auto ist bis jetzt viel, viel besser gewesen, also chassismäßig und so, alles, was wir umgebaut haben, ist auch richtig gut gewesen. Nur eben, ja, jetzt der Motorplatzer, aber Komfort ist nicht das erste Mal und wahrscheinlich auch nicht der letzte Motor, der kaputt geht. Nico, ich danke dir fürs Interview. Wünschen dir toi toi toi, schaff schön, dass du für Brero das Auto fit hast und wir bleiben am Ball und berichten weiterhin über dich. Ja, danke dir, danke schön.